5e. Jedermann wusste nun, dass Kaiser und König aus dem Kabinett, wohin sie vom Balkon abgetreten, sich wieder hervorbegeben und in dem großen Römersaale speisen würden. Man hatte die Anstalten dazu tags vorher bewundern können, und mein sehnlichster Wunsch war, heute womöglich nur einen Blick hineinzutun. Ich begab mich daher auf gewohnten Pfaden wieder an die große Treppe, welche in die Türe des Saales gerade gegenübersteht. Hier staunte ich nun die vornehmen Personen an, welche sich heute als Diener des Reichsoberhauptes bekannten. 44 Grafen, die Speisen aus der Küche herantragend, zogen an mir vorbei, alle prächtig gekleidet, so daß der Kontrast ihres Anstandes mit der Handlung für den Knaben wohl sinnenverwirrend sein konnte. Das Gedränge war nicht groß, doch wegen des kleinen Raumes merklich genug. Die Saaltüre war bewacht. Indessen gingen die Befugten häufig aus und ein. Ich erblickte einen pfälzischen Hausoffizianten, den ich anredete, ob er mich nicht mit hineinbringen könne. Er besann sich nicht lange, gab mir eines der silbernen Gefäße, die er eben trug, welches er umso eher konnte, als ich sauber gekleidet war. Und so gelangte ich denn in das Heiligtum. Das pfälzische Buffet stand links, unmittelbar an der Türe, und mit einigen Schritten befand ich mich auf der Erhöhung desselben hinter den Schranken. Am anderen Ende des Saales, unmittelbar an den Fenstern, saßen auf Thronstufen erhöht unter Baldachinen Kaiser und König in ihren Ornaten. Krone und Zepter aber lagen auf goldenen Kissen rückwärts in einiger Entfernung. Die drei geistlichen Kurfürsten hatten ihre Buffets hinter sich auf einzelnen Estraden Platz genommen. Kur Mainz den Majestäten gegenüber, Kur Trier zur Rechten und Kur Köln zur Linken. Dieser obere Teil des Saales war würdig und erfreulich anzusehen und erregte die Bemerkung, dass die Geistlichkeit sich so lange als möglich mit dem Herrscher halten mag. Dagegen ließen die zwar prächtig aufgeputzten, aber herrenleeren Buffets und die Tische der sämtlichen weltlichen Kurfürsten an das Missverhältnis denken, welches zwischen ihnen und dem Reichsoberhaupt durch Jahrhunderte allmählich entstanden war. Die Gesandten derselben hatten sich schon entfernt, um in einem Seitenzimmer zu speisen. Und wenn dadurch der größte Teil des Saales ein gespensterhaftes Ansehen bekam, dass so viele unsichtbare Gäste auf das Prächtigste bedient wurden, so war eine große, unbesetzte Tafel in der Mitte noch trüber anzusehen. Denn hier standen auch so viele Kuverts leer, weil alle die, welche allenfalls ein Recht hatten, sich daran zu setzen, anstandshalber, um an dem größten Ehrentage ihrer Ehre nicht zu vergeben, ausblieben, wenn sie sich auch heute in der Stadt befanden. Viele Betrachtungen anzustellen erlaubten mir weder meine Jahre noch das Gedränge der Gegenwart. Ich bemühte mich, alles möglichst ins Auge zu fassen, und wie der Nachtisch aufgetragen wurde, da die Gesandten, um ihren Hof zu machen, wieder hereintraten, suchte ich das Freie und wusste mich bei guten Freunden in der Nachbarschaft nach dem heutigen Halbfasten wieder zu erquicken und zu den Illuminationen des Abends vorzubereiten. Diesen glänzenden Abend gedachte ich, auf eine gemütliche Weise zu feiern, denn ich hatte mit Gretchen, mit Pylades und der Seinigen verabredet, dass wir uns zur nächtlichen Stunde irgendwo treffen wollten. Schon leuchtete die Stadt an allen Ecken und Enden, als ich meine Geliebten traf. Ich reichte Gretchen den Arm, wir zogen von einem Quartier zum anderen und befanden uns zusammen sehr glücklich. Die Vettern waren anfangs auch bei der Gesellschaft, verloren sich aber nachher unter der Masse des Volkes. Vor den Häusern einiger Gesandten, wo man prächtige Illuminationen angebracht hatte, die Kurpfälzische zeichnete sich vorzüglich aus, war es so hell, wie es am Tage nur sein kann. Um nicht erkannt zu werden, hatte ich mich einigermaßen vermummt und Gretchen fand es nicht übel. Wir bewunderten die verschiedenen glänzenden Darstellungen und die feenmäßigen Flammengebäude, womit immer ein Gesandter den anderen zu überbieten gedacht hatte. Die Anstalt des Fürsten Esterhazy jedoch übertraf alle übrigen. Unsere kleine Gesellschaft war von der Erfindung und Ausführung entzückt, und wir wollten eben das einzelne Recht genießen, als uns die Vettern wieder begegneten und von der herrlichen Erleuchtung sprachen, womit der brandenburgische Gesandte sein Quartier ausgeschmückt hatte. Wir ließen uns nicht verdrießen, den weiten Weg von dem Rossmarkt zum Saalhof zu machen, fanden aber, dass man uns auf eine frevelhafte Weise zum Besten gehabt hatte. Der Saalhof ist nach dem Main zu ein regelmäßiges
und ansehnliches Gebäude, dessen nach der Stadt gerichteter Teil aber uralt, unregelmäßig und unscheinbar ist. Kleine, weder in Form noch Größe übereinstimmende, noch auf eine Linie, noch in gleicher Entfernung gesetzte Fenster, unsymmetrisch angebrachte Tore und Türen, ein meist in Kramläden verwandeltes Untergeschoss, bilden eine verworrene Außenseite, die von niemand jemals beachtet wird. Hier war man nun der zufälligen, unregelmäßigen, unzusammenhängenden Architektur gefolgt und hatte jedes Fenster, jede Türe, jede Öffnung für sich mit Lampen umgeben, wie man es allenfalls bei einem wohlgebauten Hause tun kann, wodurch aber hier die schlechteste und missgebildetste aller Fassaden ganz unglaublich in das hellste Licht gesetzt wurde. Hatte man sich nun hieran wie etwa an den Späßen des Paliasso ergetzt, obgleich nicht ohne Bedenklichkeiten, weil jedermann etwas Vorsätzliches darin erkennen musste. Wie man denn schon vorher über das sonstige äußere Benehmen des übrigens sehr geschätzten Plotho glossiert und, da man ihm nun einmal gewogen war, auch den Schalk in ihm bewundert hatte, der sich über alles zeremoniell, wie sein König, hinauszusetzen pflegte. So ging man doch lieber in das esterhazische Feenreich wieder zurück. Dieser hohe Botschafter hatte, diesen Tag zu Ehren, sein ungünstig gelegenes Quartier ganz übergangen und dafür die große Lindenesplanade am Rossmarkt vorn mit einem farbig erleuchteten Portal, im Hintergrunde aber mit einem wohl noch prächtigeren Prospekt verzieren lassen. Die ganze Einfassung bezeichneten Lampen. Zwischen den Bäumen standen Lichtpyramiden und Kugeln auf durchscheinenden Piedestalen. Von einem Baum zum anderen zogen sich leuchtende Girlanden, an welchen Hängeleuchter schwebten. An mehreren Orten verteilte man Brot und Würste unter das Volk und ließ es an Wein nicht fehlen. Hier gingen wir nun zu vieren, aneinander geschlossen, höchst behaglich auf und ab, und ich an Gretchens Seite deuchte mir wirklich, in jenem glücklichen Gefilde Elysiums zu wandeln, wo man die kristallenen Gefäße vom Baume bricht, die sich mit dem gewünschten Weine sogleich füllen, und wo man Früchte schüttelt, die sich in jede beliebige Speise verwandeln. Ein solches Bedürfnis fühlten wir denn zuletzt auch, und geleitet von Pylades fanden wir ein ganz artig eingerichtetes Speisehaus. Und da wir keine Gäste weiter antrafen, indem alles auf den Straßen umherzog, ließen wir es uns umso wohler sein und verbrachten den größten Teil der Nacht im Gefühl von Freundschaft, Liebe und Zuneigung auf das Heiterste und Glücklichste. Als ich Gretchen bis an ihre Türe begleitet hatte, küsste sie mich auf die Stirn. Es war das erste und letzte Mal, dass sie mir diese Gunst erwies, denn leider sollte ich sie nicht wiedersehen. Den anderen Morgen lag ich noch im Bette, als meine Mutter verstört und ängstlich hereintrat. Man konnte es ihr gar leicht ansehen, wenn sie sich irgend bedrängt fühlte. »Steh auf«, sagte sie, »und mache dich auf etwas Unangenehmes gefasst. Es ist herausgekommen, dass du sehr schlechte Gesellschaft besucht und dich in die gefährlichsten und schlimmsten Händel verwickelt hast. Der Vater ist außer sich, und wir haben nur so viel von ihm erlangt, dass er die Sache durch einen Dritten untersuchen will. Bleib auf deinem Zimmer und erwarte, was bevorsteht. Der Rat Schneider wird zu dir kommen. Er hat sowohl vom Vater als von der Obrigkeit den Auftrag. Denn die Sache ist schon anhängig und kann eine sehr böse Wendung nehmen. Ich sah wohl, dass man die Sache viel schlimmer nahm, als sie war. Doch fühlte ich mich nicht wenig beunruhigt, wenn auch nur das eigentliche Verhältnis entdeckt werden sollte. Der alte messianische Freund trat endlich herein, die Tränen standen ihm in den Augen. Er fasste mich beim Arm und sagte, »Es tut mir herzlich leid, dass ich in solcher Angelegenheit zu Ihnen komme. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie sich so weit verirren könnten. Aber was tut nicht die schlechte Gesellschaft und das böse Beispiel? Und so kann ein junger, unerfahrener Mensch Schritt für Schritt bis zum Verbrechen geführt werden.« »Ich bin mir keines Verbrechens bewusst«, versetzte ich darauf, »so wenig, als schlechte Gesellschaft besucht zu haben. Es ist jetzt nicht von einer Verteidigung die Rede«, fiel er mir ins Wort, »sondern von einer Untersuchung«, und ihrerseits von einem aufrichtigen Bekenntnis. »Was verlangen Sie zu wissen?«, sagte ich dagegen. Er setzte sich und zog ein Blatt hervor und fing zu fragen an. »Haben Sie nicht den N.N., Ihrem Großvater, als einen Klienten zu einer Stelle empfohlen?«
Ich antwortete, ja. Wo haben Sie ihn kennengelernt? Auf Spaziergängen. In welcher Gesellschaft? Ich stutzte, denn ich wollte nicht gerne meine Freunde verraten. Das Verschweigen wird nichts helfen, fuhr er fort, denn es ist alles schon genugsam bekannt. Was ist denn bekannt? Sagte ich. Dass Ihnen dieser Mensch durch andere seinesgleichen ist vorgeführt worden, und zwar durch XXX. Hier nannte er die Namen von drei Personen, die ich niemals gesehen noch gekannt hatte, welches ich dem Fragenden denn auch sogleich erklärte. Sie wollen, fuhr jener fort, diese Menschen nicht kennen und haben doch mit ihnen häufige Zusammenkünfte gehabt? Auch nicht die geringste, versetzte ich, denn wie gesagt, außer dem ersten kenne ich keinen und habe auch den niemals in einem Hause gesehen. Sind Sie nicht oft in der YYYStraße gewesen? Niemals, versetzte ich. Dies war nicht ganz der Wahrheit gemäß. Ich hatte Pühle das einmal zu seiner Geliebten begleitet, die in der Straße wohnte. Wir waren aber zur Hintertür hineingegangen und im Gartenhause geblieben. Daher glaubte ich mir, die Ausflucht erlauben zu können, in der Straße selbst nicht gewesen zu sein. Der gute Mann tat noch mehr Fragen, die ich alle verneinen konnte. Denn es war mir von alledem, was er zu wissen verlangt, nichts bekannt. Endlich schien er verdrießlich zu werden und sagte: Sie belohnen mein Vertrauen und meinen guten Willen sehr schlecht. Ich komme, um Sie zu retten. Wir können nicht leugnen, dass hier für diese Leute selbst oder für ihre Mitschuldigen Briefe verfasst, Aufsätze gemacht und so zu ihren schlechten Streichen beihilfig gewesen sind. Ich komme, Sie zu retten. Denn es ist von nichts Geringerem als nachgemachten Handschriften, falschen Testamenten, untergeschobenen Schuldscheinen und ähnlichen Dingen die Rede. Ich komme nicht allein als Hausfreund, ich komme im Namen und auf Befehl der Obrigkeit, die in Betracht ihrer Familie und ihrer Jugend Sie und einige andere Jünglinge verschonen will, die gleich Ihnen ins Netz gelockt wurden. Es war mir auffallend, dass unter den Personen, die er nannte, sich gerade die nicht befanden, mit denen ich Umgang bepflogen. Die Verhältnisse trafen nicht zusammen, aber sie berührten sich, und ich konnte noch immer hoffen, meine jungen Freunde zu schonen. Allein der wackere Mann wurde immer dringender. Ich konnte nicht leugnen, dass ich manche Nächte spät nach Hause gekommen war, dass ich mir einen Hausschlüssel zu verschaffen gewusst, dass ich mit Personen von geringem Stande und verdächtigem Aussehen an Lustorten mehr als einmal bemerkt worden, dass Mädchen mit in die Sache verwickelt seien. Genug, alles schien entdeckt, bis auf die Namen. Dies gab mir Mut, standhaft im Schweigen zu sein. Lassen Sie mich, sagte der brave Freund, nicht von Ihnen weggehen. Die Sache leidet keinen Aufschub. Unmittelbar nach mir wird ein anderer kommen, der Ihnen nicht so viel Spielraum lässt. Verschlimmern Sie die ohnehin böse Sache nicht durch Ihre Hartnäckigkeit. Nun stellte ich mir die guten Vettern und Gretchen besonders recht lebhaft vor. Ich sah sie gefangen, verhört, bestraft, geschmäht, und mir fuhr wie ein Blitz durch die Seele, dass die Vettern denn doch, ob sie gleich gegen mich alle Rechtlichkeit beobachtet, sich in so böse Händel konnten eingelassen haben. Wenigstens der Älteste, der mir niemals recht gefallen wollte, der immer später nach Hause kam und wenig Heiteres zu erzählen wusste. Noch immer hielt ich mein Bekenntnis zurück. Ich bin mir, sagte ich, persönlich nichts Böses bewusst und kann von der Seite ganz ruhig sein, aber es wäre nicht unmöglich, dass diejenigen, mit denen ich umgegangen bin, sich einer verwegenen oder gesetzwidrigen Handlung schuldig gemacht hätten. Man mag sie suchen, man mag sie finden, sie überführen und bestrafen. Ich habe mir bisher nichts vorzuwerfen und will auch gegen die nichts verschulden, die sich freundlich und gut gegen mich benommen haben. Er ließ mich nicht ausreden, sondern rief mit einiger Bewegung: Ja, man wird sie finden. In drei Häusern kamen diese Bösewichter zusammen. Er nannte die Straßen, er bezeichnete die Häuser, und zum Unglück befand sich auch das darunter, wohin ich zu gehen pflegte. Das erste Nest ist schon ausgehoben, fuhr er fort, und in diesem Augenblick werden es die beiden anderen. In wenig Stunden wird alles im Klaren sein. Entziehen Sie sich durch ein redliches Bekenntnis einer gerichtlichen Untersuchung, einer Konfrontation und wie die garstigen Dinge alle heißen. Das Haus war genannt und bezeichnet. Nun hielt ich alles Schweigen für unnütz. Ja,
Bei der Unschuld unserer Zusammenkünfte konnte ich hoffen, jenen noch mehr als mir nützlich zu sein. »Setzen Sie sich«, rief ich aus und holte ihn von der Türe zurück. »Ich will Ihnen alles erzählen und zugleich mir und Ihnen das Herz erleichtern. Nur das eine bitte ich, von nun an keine Zweifel an meiner Wahrhaftigkeit zu haben.« Ich erzählte nun dem Freunde den ganzen Hergang der Sache, anfangs ruhig und gefasst, doch je mehr ich mir die Personen, Gegenstände, Begebenheiten ins Gedächtnis rief und vergegenwärtigte und so manche unschuldige Freude, so manchen heiteren Genuss gleichsam vor einem Kriminalgericht deponieren sollte, desto mehr wuchs die schmerzlichste Empfindung, so dass ich zuletzt in Tränen ausbrach und mich einer unbändigen Leidenschaft überließ. Der Hausfreund, welcher hoffte, dass eben jetzt das rechte Geheimnis auf dem Wege sein möchte, sich zu offenbaren, denn er hielt meinen Schmerz für ein Symptom, dass ich im Begriff stehe, mit Widerwillen ein Ungeheures zu bekennen, suchte mich, da ihm an der Entdeckung alles gelegen war, aufs Beste zu beruhigen, welches ihm zwar nur zum Teil gelang, aber doch insofern, dass ich meine Geschichte notdürftig zu Ende erzählen konnte. Er war, obgleich zufrieden über die Unschuld der Vorgänge, doch noch einigermaßen zweifelhaft, und er ließ neue Fragen an mich, die mich abermals aufregten und in Schmerz und Wut versetzten. Ich versicherte endlich, dass ich nichts weiter zu sagen habe und wohl wisse, dass ich nicht zu fürchten brauche. Denn ich sei unschuldig, von gutem Hause und wohl empfohlen. Aber jene könnten ebenso unschuldig sein, ohne dass man sie dafür anerkenne oder sonst begünstige. Ich erklärte zugleich, dass, wenn man jene nicht wie mich schonen, ihren Torheiten nachsehen und ihre Fehler verzeihen wolle, wenn ihnen nur im Mindesten hart und ungerecht geschehe, so würde ich mir ein Leids antun, und daran solle mich niemand hindern. Auch hierüber suchte mich der Freund zu beruhigen. Aber ich traute ihm nicht und war, als er mich zuletzt verließ, in der entsetzlichsten Lage. Ich machte mir nun doch Vorwürfe, die Sache erzählt und alle die Verhältnisse ans Licht gebracht zu haben. Ich sah voraus, dass man die kindlichen Handlungen, die jugendlichen Neigungen und Vertraulichkeiten ganz anders auslegen würde, und dass ich vielleicht den guten Pylades mit in diesen Handel verwickeln und sehr unglücklich machen könnte. Alle diese Vorstellungen drängten sich lebhaft hintereinander vor meiner Seele, schärften und spornten meinen Schmerz, so dass ich mir vor Jammer nicht zu helfen wusste, mich die Länge lang auf die Erde warf und den Fußboden mit meinen Tränen benetzte. Ich weiß nicht, wie lange ich mochte so gelegen haben, als meine Schwester hereintrat, über meine Gebärde erschrak und alles Mögliche tat, um mich aufzurichten. Sie erzählte mir, dass eine Magistratsperson unten beim Vater die Rückkunft des Hausfreundes erwartet und nachdem sie sich eine Zeit lang eingeschlossen gehalten, seien die beiden Herren weggegangen und hätten untereinander sehr zufrieden, ja mit Lachen geredet, und sie glaube, die Worte verstanden zu haben. Es ist recht gut, die Sache hat nichts zu bedeuten. Freilich, fuhr ich fort, hat die Sache nichts zu bedeuten, für mich, für uns. Denn ich habe nichts verbrochen, und wenn ich es hätte, so würde man mir durchzuhelfen wissen. Aber jene, rief ich aus, wer wird Ihnen beistehen? Meine Schwester suchte mich umständlich mit dem Argument zu trösten, dass, wenn man die Vornehmeren retten wolle, man auch über die Fehler der Geringeren einen Schleier werfen müsse. Das alles half nichts. Sie war kaum weggegangen, als ich mich wieder meinem Schmerz überließ und sowohl die Bilder meiner Neigung und Leidenschaft als auch des gegenwärtigen und möglichen Unglücks immer wechselweise hervorrief. Ich erzählte mir Märchen auf Märchen, sah nur Unglück auf Unglück und ließ es besonders daran nicht fehlen, Gretchen und mich recht elend zu machen. Der Hausfreund hatte mir geboten, auf meinem Zimmer zu bleiben und mit niemandem mein Geschäft zu pflegen, außer den unsrigen. Es war mir ganz recht, denn ich befand mich am liebsten allein. Meine Mutter und Schwester besuchten mich von Zeit zu Zeit und ermangelten nicht, mir mit allerlei gutem Troste auf das Kräftigste beizustehen. Ja, sie kamen sogar schon den zweiten Tag im Namen des nun besser unterrichteten Vaters, mir eine völlige Amnestie anzubieten, die ich zwar dankbar annahm, allein den Antrag, dass ich mit ihm ausgehen und die Reichsinsignien, welche man nunmehr den Neugierigen vorzeigte, beschauen wollte, hartnäckig ablehnte und versicherte,
dass ich weder von der Welt noch von dem römischen Reiche etwas weiter wissen wolle, bis mir bekannt geworden, wie jener verdrießliche Handel, der für mich weiter keine Folgen haben werde, für meine armen Bekannten ausgegangen sei. Sie wussten hierüber selbst nichts zu sagen und ließen mich allein. Doch machte man die folgenden Tage noch einige Versuche, mich aus dem Hause und zur Teilnahme an den öffentlichen Feierlichkeiten zu bewegen. Vergebens. Weder der große Galatag, noch was bei Gelegenheit so vieler Standeserhöhungen vorfiel, noch die öffentliche Tafel des Kaisers und Königs, nichts konnte mich rühren. Der Kurfürst von der Pfalz mochte kommen, um den beiden Majestäten aufzuwarten, diese mochten die Kurfürsten besuchen, man mochte zur letzten kurfürstlichen Sitzung zusammenfahren, um die rückständigen Punkte zu erledigen und den Kurverein zu erneuern, nichts konnte mich aus meiner leidenschaftlichen Einsamkeit hervorrufen. Ich ließ am Dankfeste die Glocken läuten, den Kaiser sich in die Kapuzinerkirche begeben, die Kurfürsten und den Kaiser abreisen, ohne deshalb einen Schritt von meinem Zimmer zu tun. Das letzte Kanonieren, so unmäßig es auch sein mochte, regte mich nicht auf, und wie der Pulverdampf sich verzog und der Schall verhallte, war auch alle diese Herrlichkeit vor meiner Seele weggeschwunden. Ich empfand nun keine Zufriedenheit, als im Wiederkäuen meines Elends und in der tausendfachen imaginären Vervielfältigung derselben. Meine ganze Erfindungsgabe, meine Poesie und Rhetorik hatten sich auf diesen kranken Fleck geworfen und drohten, gerade durch diese Lebensgewalt, Leib und Seele in eine unheilbare Krankheit zu verwickeln. In diesem traurigen Zustande kam mir nichts mehr wünschenswert, nichts begehrenswert mehr vor. Zwar ergriff mich manchmal ein unendliches Verlangen zu wissen, wie es meinen armen Freunden und Geliebten ergehe, was sich bei näherer Untersuchung ergeben, inwiefern sie mit in jene Verbrechen verwickelt oder unschuldig möchten erfunden sein. Auch dies malte ich mir auf das mannigfaltigste umständlich aus, und ich ließ es nicht fehlen, sie für unschuldig und recht unglücklich zu halten. Bald wünschte ich mich, von dieser Ungewissheit befreit zu sehen, und schrieb heftig drohende Briefe an den Hausfreund, dass er mir den weiteren Gang der Sache nicht vorenthalten solle. Bald zerriss ich sie wieder aus Furcht, mein Unglück recht deutlich zu erfahren und des fantastischen Trostes zu entbehren, mit dem ich mich bis jetzt wechselweise gequält und aufgerichtet hatte. So verbrachte ich Tag und Nacht in großer Unruhe, in Rasen und Ermatten, so dass ich mich zuletzt glücklich fühlte, als eine körperliche Krankheit mit ziemlicher Heftigkeit eintrat, wobei man den Arzt zu Hilfe rufen und daran denken musste, mich auf alle Weise zu beruhigen. Man glaubte es im Allgemeinen tun zu können, indem man mir heilig versicherte, dass alle in jene Schuld mehr oder weniger Verwickelten mit der größten Schonung behandelt worden seien, dass meine nächsten Freunde so gut wie ganz schuldlos mit einem leichten Verweise entlassen worden und dass Gretchen sich aus der Stadt entfernt habe und wieder in ihre Heimat gezogen sei. Mit dem Letzteren zauderte man am längsten, und ich nahm es auch nicht zum Besten auf, denn ich konnte darin keine freiwillige Abreise, sondern nur eine schmähliche Verbannung entdecken. Mein körperlicher und geistiger Zustand verbesserte sich dadurch nicht. Die Not ging nun erst recht an, und ich hatte Zeit genug, mir den seltsamsten Roman von traurigen Ereignissen und einer unvermeidlich tragischen Katastrophe selbstquälerisch auszumalen.